Jetzt grab. Ich muss Richtung 3. Hallo, was geht ab, Jungs? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen soweit ganz gut. Ich bin traurig. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt so her ist, dass ich jemals etwas gemacht habe. Aber ich bin HG. Auf pvpdojo.com. Ich nehme das Ganze auf und mache einen Live-Commentary daraus. Warum ich traurig bin? Ich habe gerade 30 Minuten aufgenommen, eine 30 Minuten Runde gehabt und habe einfach aus dem Herzen gesprochen. Und ich habe 30 Minuten lang mein fucking Overlay aufgenommen. Ja, das war schmerzhaft. Ja. Und obwohl ich 30 Minuten lang gesprochen habe, habe ich irgendwie nur die Hälfte angesprochen, die ich ansprechen wollte. Das heißt, ja, falls euch sowas gefällt oder so, keine Ahnung, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, also irgendwie liken oder so, keine Ahnung, ist eigentlich auch egal. Ich werde, glaube ich, so oder so machen, aber weil ich Lust drauf habe. Ich wollte einfach mal ein bisschen reden. Ich weiß nicht, ich habe zwar gesagt, ich will was ansprechen, aber so direkte Themen habe ich gar nicht. Ich habe einfach so ein bisschen über mein Leben allgemein so ein bisschen gesprochen. Ich war jetzt, glaube ich, 2 Wochen. Ja, 2 Wochen. Eine Woche war ich jetzt alleine mit meinem Vater zu Hause. Und eine Woche mit meinem Vater und meinem Bruder. Mein Bruder war für eine Woche in der Türkei. Bisschen Urlaub halt gemacht. Und ich habe meiner Mutter ein Ticket geholt nach Hannover. Zu ihren Verwandten, also zu unseren Verwandten. Ja, damit sie auch ein bisschen chillen kann. Jetzt die Tage, wo mein Bruder auch nicht da ist. Und heute ist Donnerstag. Und heute kommt meine Mutter wieder an, später. Ich glaube 23 Uhr oder so. Und irgendwie war die Zeit. Ich weiß nicht, ich habe halt. Ich musste mich halt, beziehungsweise ich habe mich halt in letzter Zeit sehr viel halt im Haushalt dann gekümmert. Das heißt, so Sachen wie Geschirr, Staubsaugen, also was wie die Toiletten säubern oder so. Darum habe ich mich jetzt die letzten Wochen gekümmert. Mein Vater war halt oft arbeiten und hat so, ja, hat sich ums Essen gekümmert, sage ich jetzt mal. Haushalt habe ich mich dann gekümmert. Aber ja, wie gesagt, sie kommt heute wahrscheinlich wieder an. Also, ja, sie kommt heute an. Und in der Zeit, ich weiß nicht, war mein Schlafrhythmus halt wirklich deutlich am Arsch. Ich weiß nicht, es war halt. Ich würde sagen, das Ding ist, ich meine, ja, ich bin 18, aber trotzdem, was komplett normal ist, trotzdem, ich hoffe meiner Mutter, dass ich nicht allzu lange wach bleibe. So, und dadurch habe ich halt eigentlich auch einen ganz okayen Schlafrhythmus immer gehabt. Aber seit neuestem, seitdem meine Mutter halt nicht da war, war ich halt irgendwie die ganze Zeit bis 8 Uhr, 7 Uhr wach. Bin um 8 Uhr noch spazieren gegangen, draußen. Ich weiß halt auch nicht. Ist aber lecker ein bisschen, kann das sein? Ja, das kann sein. Eben hat es nicht geleckt. Das ist ein Viking. Ich sag mal. Aber ja, mittlerweile, wir haben jetzt seit 2 Wochen, ne, eigentlich seit dieser Woche haben wir wieder normal Präsenzunterricht mit jedem. Vorher hatten wir halt so aufgeteilten Unterricht, so A-B-Wochenprinzip. Warum leckt denn das jetzt?
Und es ist immer so, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde so meine Online-Schooling-Zeit war mit die entspannteste. Also ich habe so mit vielen Leuten so schon darüber gesprochen, ich habe es auch schon im Stream angesprochen. Mir ist halt einfach aufgefallen, dass ich sehr, sehr viel Glück hatte, was das angeht. Also ich habe gehört, dass manche Leute irgendwie den ganzen Tag halt Unterricht hatten, quasi so nach dem Stundenplan mäßig, dass jeder von den Lehrern Online-Unterricht, also wirklich auch so Online-Unterricht gemacht hat, so mit Meeting und allem. Das war bei uns nicht so. Also doch, wir hatten das halt obviously auch, aber das haben nicht alle Lehrer gemacht. Und wir haben dann halt von den anderen Lehrern halt Arbeitsaufträge bekommen. Und nur bei der Hälfte, sage ich jetzt mal, naja, bei weniger als die Hälfte sollten wir halt auch die Arbeitsaufträge abschicken. Und ich hatte da schon so mit so Homies, haben wir so einen guten Plan gemacht, sage ich jetzt mal. Wir haben uns halt alles immer so gegenseitig geschickt. Jeder hat eine Hausaufgabe gemacht von dem Fach. Dann konnten wir uns das gegenseitig schicken. Okay. Deswegen, also, weiß nicht, ich hatte nicht so Schwierigkeiten damit. Außer wir jetzt die Bitrate ficken, tut mir leid. Also, ich kam damit eigentlich ziemlich gut klar, so. Problem war halt nur, was ich halt im Online-Unterrichtsprinzip nicht so gemocht habe, weil dein Schlafrhythmus war halt komplett tot. Weil ich hatte halt auch Tage, da hatte ich gar keinen Online-Unterricht. Das heißt, ich konnte halt den ganzen Tag pennen, so mäßig. Aber dann hatte ich auch mal plötzlich einen Tag, da sollte ich um 8 Uhr aufstehen. Dann habe ich auch Tage gehabt, da muss ich erst um 2 Uhr zum Unterricht. So, und das fickt halt den Schlafrhythmus wirklich komplett. Aber ja, ich denke, ich bin trotzdem ganz glücklich darüber, dass sich jetzt alles so, ich sag mal, lockert. Ich glaube, in Deutschland hat mittlerweile jeder normalen Unterricht. Weil die Zahlen ja auch deutlich nach unten gegangen sind, was auch gut so ist. Denke, wir haben alle so einerseits von der Corona-Zeit profitiert, aber auch das Gegenteil vom Profitieren. Ja, ihr wisst, was ich meine, I guess, dass ich rusty bin, muss ich jetzt nicht nochmal ansprechen. Ja, irgendwie ging mir die Runde zu schnell vorbei. Ich habe viel zu wenig angesprochen. Ich habe wirklich ein Thema angesprochen von 9 oder so, das ich ansprechen wollte. Das hat Anna hier jetzt. Ja gut, dann mache ich einfach morgen weiter oder so. Ich werde das Video einfach uncut hochladen, ohne Musik. Ohne irgendwas. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mal rendern. Ich weiß nicht, ich werde mal schauen, wie die Quali aussieht, wenn ich es nicht render. Wenn es scheiße ist, soll ich es ab jetzt rendern. Also, dann rendern von mir aus. Ja. Ich hab jetzt einfach nur gesagt, was bei mir zu Hause abgeht. Ich habe wirklich ein Thema angesprochen. Oh Gott, egal. Ich denke, wir machen dann morgen.
oder übermorgen weiter mit dem nächsten Thema. Gut, ich bedanke mich. Oh, mein Bruder ist da ausgelaufen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, Jungs. Passt auf euch auf und bis morgen oder so. Ja.